Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es um die NAND-Verknüpfung. Als erstes möchte ich die Bezeichnung erläutern. In dem Wort NAND steckt AND für und davor das N für nicht und. Ins Deutsche übersetzt wäre das also nicht und. Genau so, wie dieser Name suggeriert, verhält sich diese Verknüpfungsschaltung auch. Wir sehen hier das Symbol. Es handelt sich zunächst um eine UND-Verknüpfung der beiden Eingänge A und B. Sie werden UND verknüpft und ich kann mir nun zunächst durchaus vorstellen, dass an dieser Stelle das Ergebnis der UND-Verknüpfung vorhanden ist. Jedoch wird dieses Ergebnis nun am Ausgang invertiert. Hier haben wir einen Inverter, der aus einer 0 eine 1 macht und aus einer 1 eine 0. Und deshalb ist die NAND-Verknüpfung genau das Gegenteil der UND-Verknüpfung. Damit ergibt sich aber auch, dass es sich bei der NAND-Verknüpfung streng genommen nicht mehr um eine Grundverknüpfung handelt, da ich sie ja aus einer UND-Verknüpfung und aus einer Nicht-Verknüpfung zusammensetzen kann. Sie wird in aller Regel aber trotzdem noch zu den Grundverknüpfungen gezählt. Streng genommen ist das nicht ganz richtig. Schaue ich mir das Ganze nun in der Wahrheitstabelle an, so müsste ich ja bei einer UND-Verknüpfung 0 und 0 eine 0 eintragen. Da das aber hier invertiert wird, ergibt sich eine 1. 0 und 1 ergibt eine 0, wird invertiert eine 1. 1 und 0 ergibt eine 0, invertiert eine 1. 1 und 1 ergibt 1, invertiert eine 0. Naja, und bei drei Eingängen geht das Spielchen nun entsprechend. Ich habe hier überall eine 1 stehen, bis auf den letzten Fall, denn nur in diesem Fall, bei drei Einsen am Eingang, ergibt sich hier intern eine 1 am Ausgang. Nur dann ist das der Fall, die jetzt zu einer 0 invertiert wird. Also ist das der einzige Fall, bei dem eine 0 am Ausgang steht. Die Funktionsgleichung sieht folgendermaßen aus. Q ist gleich A und B und das Ganze wird dann invertiert. Hier das gleiche Spielchen nochmal mit drei Eingängen. Sie sollten auch in diesem Fall wieder versuchen, das Ganze so auswendig zu lernen, dass Sie das auswendig aufschreiben können. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht egal ist, ob ich hier am Ausgang invertiere oder stattdessen die Eingänge. Dabei würde was ganz anderes rauskommen. Das ist also durchaus relevant, das werden wir in einem späteren Video noch besprechen. Ja, das war es auch schon zu der NAND-Verknüpfung. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und noch mehr über ein Abo meines Kanals. Und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.